Der Ferrari 275 GT war im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem 250er Modell, wesentlich erfolgreicher und sportlicher. Das lag an der neuen Einzelradaufhängung und der erhöhten Leistung. Als im März 1964 auf dem Pariser Automobilsalon neben dem Cabriolet GTS auch der 275 GTB enthüllt wurde, konnte man die Handschrift Pininfarinas deutlich erkennen. Ein formschönes Fließheck mit dem gestutzten Ende, eine weich auslaufende, langgezogene Frontpartie und ein für Ferrari typischer Kühlergrill. Alles gezeichnet durch runde Formen. Ab 1965 wurde die 275 GTB-Version auf den Markt gebracht. Das B steht für Berlinette, ein leichtes Reisecoupé. Ausgestattet mit einem 3268 Kubik V12 Motor aus Aluminium mit 280 PS bei 7000 Umdrehungen in der Minute, bringt es der ca. 1300 Kilogramm schwere Sportwagen auf gute 250 Kilometer pro Stunde. Von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigt die Kraftmaschine in 6,2 Sekunden. Dabei ist der Fahrkomfort immer gewährleistet. Unabhängige Einzelradaufhängung mit doppelten Querlenkern an allen vier Rädern und ein Trans-Axle-Getriebe am Hinterradantrieb sorgen für eine optimierte Straßenlage und die Fahrsicherheit. Die formbetonte Karosserie thront auf einem Stahlrohrrahmen. Werksmäßig sind die 275 GT-Fahrzeuge mit Campagnolo-Felgen ausgestattet. Das hier gezeigte Modell hat Borani-Speichenräder. Dieser optisch gelungene Bolide wurde bei Scaglietti karossiert. Der Innenraum ist geräumig und mit bequemen Schalensitzen aus Leder ausgestattet. Der Ferrari 275 GTB ist gerade auf langen Strecken ein komfortabler Tourensprinter. Vom Magazin Sports Cars International wurde der 275 GTB zu den 10 Top-Sportwagen der 60er Jahre erkoren.